Ich tue mal wieder so, als wäre ich ein Zivilist und raube mit aus. Einmal, ja, wir haben ja nichts mehr. Gut, dann muss ich leider dich tasern und verhaften. Tut mir leid. Okay, okay, wir vertrauen ihnen, Leute. Wir vertrauen ihnen. 8K. Nein! Das hier ist mein neuer Roblox-Skin. Vorübergehend, denn ich werde im heutigen Video als Zivilpolizist die Kriminellen ein bisschen verwirren. Ich habe mein Passat nun umgefärbt, nämlich ist er jetzt grün. Und werdet ihr von diesen Typen hier denken, dass er euch verhaften wird? Handschellen habe ich, mal gucken, ob wir die Kriminellen gut verwirren können. Ich würde sagen, let's go, wir gehen auf einen öffentlichen Server. So, da sind wir. Einmal Spiel starten. Wir gucken direkt mal, wie viele Polizisten wir haben. 4 Polizisten. Ich denke, die Polizisten brauchen ein bisschen Unterstützung. Ich bin nun im Polizeiteam. Wir gucken, ob wir irgendwas ausrüsten müssen. Ich denke mal, wir füllen alles auf. Das haben wir, das brauchen wir nicht. Ja, passt, denke ich. Haben wir schon die G36? Ja, die haben wir. Perfekt. Dann haben wir die jetzt auch. Ist sie aufgefüllt? Ja, perfekt. Gut, Leute, wir sind ein ganz normaler Bürger. Zumindest versuche ich einfach mal... Oh nein, da ist einer auf dem Boden. Zumindest versuche ich einfach mal so zu tun, als wäre ich einer. Einfach ganz unauffällig sein und ich würde sagen, let's go. Beim Hofladen also. Okay, okay. Wir gucken einfach mal, was wir so für Kriminelle haben. Interessant, interessant. Wir haben 3 Stück. Oh Mann, der eine hat 5 Sterne. Wow. Der hat aber echt sehr, sehr viele Straftaten begangen. Sehr krass. Okay, wir versuchen ganz unauffällig zu sein. Alles klar. Ich bin kein Krimineller. Nee, du brauchst nicht funken. Ich bin ein ganz normaler. Wir versuchen ganz unauffällig zu sein und ihn einfach mal zu verhaften. Vielleicht gelingt uns das ja. Ich meine, wir müssen einfach nur auf das Kennzeichen. Warte mal, was ist das für ein Kennzeichen? Ich glaube, das ist auch ein Krimineller. Der Juwe wird gerade ausgeraubt. Ich würde sagen, wir tun einfach so, als würden wir mit ausrauben, Leute. Das wird er sicher nicht merken, oder? Schaut mal, wie er da hinten guckt. Nein, da ist schon mein Kollege. Ich muss ihn tasern, Leute. Ich muss ihn tasern. Stehen bleiben, stehen bleiben. Wo ist er hin? Stopsticks. Nein, ich habe die... Oh nein, ich habe sie schlecht geplaced. Okay, wir werden ihn auf jeden Fall schon mal nicht verhaften können, weil wir sind aufgeflogen. Aber vielleicht einen anderen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wer bist du denn? Das ist doch der Kriminelle von gerade eben. Ich glaube, wir müssen ihn verfolgen, aber ganz unauffällig. Ja, er placed Stopsticks, er placed Stopsticks. Das ist sehr gut. Wir werden ihn verhaften, Leute. Ich sag's euch. Und jetzt placen wir Stopsticks. Warum geht das nicht? Hä? Dann müssen wir sein Auto zerstören. Oh, er will auch auf mich. Er will auch auf mich gehen. Nein, hat es geklappt? Doch, es hat geklappt, Leute. Es hat geklappt. Sehr gut. Und wir haben ihn. Perfekt. Der Juwelierräuber wurde doch verhaftet. Das ist doch perfekt. Please no. Bitte lass Team. Nee, Leute, wir sind kein Team. Also, du musst leider ins Prison. Es tut mir ja so leid. Aber so ist es leider. Bitte 8K. Lässt sich ein Bacon-Polizist auf 8K ein? Ich hatte 100K. Der tut mir irgendwie ein bisschen leid, Leute. Okay. Wir vertrauen ihn, Leute. Pay mir 8K. Ich meine, ich habe nicht so viel Geld, das heißt, ich kann jedes Geld gebrauchen. Wir gucken in der Bank-App, ob er jetzt mir Geld überweist. Was? Was macht der? Oh mein Gott. Nee, oder? Der versucht mich zu killen. Das lasse ich doch nicht auf mich sitzen. Ich verhafte ihn. Das ist echt bodenlos. Also wirklich. Hier, sorry. Nee, nee, nee. Also das kannst du vergessen. Bodenlos, der Typ. Der wollte mich einfach killen. Ich habe kein Geld erhalten, wie ihr sehen könnt. Die Autoreparatur hatten wir ja vorhin zu Beginn des Videos gemacht. Deswegen, das ist nicht der Geldtransfer. Also Leute, ihr seht, da wollte mich einer nur scammen. Wir... Dankeschön. Lassen uns sicher nicht auf so einen Versuch ein. Das ist echt bodenlos gewesen, also wirklich. Passt auf jeden Fall auf, Leute. Vertraut keine Kriminellen. Ich sammle mal meine Stopsticks wieder auf. Nicht, dass ich die später brauche und dann keine habe, auf jeden Fall. Das ist doch der. Wir müssen einfach sein Auto zerstören. Das ist, denke ich, das Einfachste. Okay. Jetzt einmal tasern. Ja, okay, nee, er haut ab. Dann einmal wieder auf ihn schießen, Leute. Sein Auto ist irgendwann kaputt. Dann kann er nicht mehr fahren. Ich glaube, er kann nicht mehr fahren. Oder er will kämpfen. Er will kämpfen. Wenn du kämpfen möchtest, komme ich mal in deine Nähe. Dann können wir das Ganze klären, wenn du möchtest. Vielleicht kannst du bei mir einsteigen. Ich bin doch dein krimineller Kollege. Und, habe ich ihn? Nein, es hat nicht gezählt. Bodenlos. Wo ist denn mein Kollege hin? Okay, ich steige einfach bei ihm ein. Kann ich im Auto einen Energy Drink trinken? Nee, geht leider nicht. Ah, er versucht ihn zu überfahren. Warte mal, ist er gerade bei ihm eingestiegen? Hallo, da ist ein Krimineller bei dir drinne. Was macht denn ihr da? Stopp.
Was? Die Teamen? Das gibt's doch nicht. Der hat mir meinen Arrest geklaut. So schnell geht das anscheinend. Hier wird geteamt, hier liegt einer auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob man dir helfen kann. Ich rufe einfach mal einen Notarzt. Ich habe einen Notarzt gerufen. Ist es ein Krimineller? Ich habe das Gefühl, ja. Wir verhaften ihn mal. Nein. Warte mal. Er versucht zu kämpfen. Nee, er versucht abzuhauen. Nein. Komm, wir schaffen das. Okay, es wird, glaube ich, nichts. Okay, der andere haut auch ab. Mann, warum? Hier sind so viele Kriminelle und wir kriegen keinen davon irgendwie verhaftet. Und jetzt? Ich glaube, er weiß, dass wir ihn verfolgen. Bleib bitte stehen, ich bin nur dein Kollege. Also, ich tue nichts. Warte mal, irgendwie müssen wir ihn aufhalten. Passat ist doch bestimmt schneller, oder? Ja, warte. Nein. Steh auf. Ich glaube, er will kämpfen, oder? Kann man dich verhaften? Warte, ja, ich glaube, man kann dich verhaften. Und zack, da haben wir ihn. So, Verfolgungsjagd geglückt. Ich will noch kurz meine Stopsticks nehmen. Und dann haben wir tatsächlich den Kriminellen. Was schreibt er? You hacker? no, I'm not a hacker. Oh, da kommt der Notarzt. Das ist wahrscheinlich für meinen Kollegen. Und der hat keine Reifen. You got me from far. Ich weiß nicht, was der Typ von mir möchte. Er wird auf jeden Fall verhaftet. Das weiß ich. Please 8K. Einmal bin ich auf diesen Bestechungsversuch eingegangen und dann wurde ich fast noch gekillt. Also das mache ich nicht noch einmal. Nee. Also du wurdest verhaftet. 115 XP. Besser kann es echt nicht sein. Ab zum nächsten Kriminellen. Okay, das Containerschiff wird ausgeraubt. Wir fahren mal direkt dorthin. Vielleicht kriegen wir ja noch die Kriminellen. Da ist, glaube ich, der Übeltäter ein Lambo-Fahrer. Ich denke, er wird nicht damit rechnen, dass ich es ausraube. Ja, okay. Er weiß nicht, dass ich ein Police bin, deswegen kann er nichts machen. Aber er zielt die ganze Zeit auf mich. Wir gehen jetzt zu ihm hin und gucken einfach mal. Und jetzt folgt der Taser. Und ja, wir haben ihn, Leute. Let's go. Dann haben wir doch den ersten Crime verhaftet. Ich meine, er hat mich nicht erkannt, Bro. Ja, tut mir leid. Ich musste heute ein bisschen unauffällig unterwegs sein. Please let me sell. Leute, ich wurde letztens eine Lobby vorher ja von einem fast gekillt. Aber wenn du so unhöflich bist, dann werde ich dich doch sicher nicht belohnen, Leute. Also ganz ehrlich, du wirst jetzt einfach verhaftet und kannst hier ein bisschen im Prison bleiben. Ciao, ciao. Also solche Leute brauchen wir wirklich nicht in Notruf Hamburg. Tschüss, 100 XP, das passt. Okay, Leute, die Ares-Tankstelle wird ausgeraubt. Ich würde sagen, wir fahren direkt dorthin und werden den Kriminellen mal überraschen. Ares müsste ja die Tankstelle dort hinten sein. Bin sehr gespannt, ob da noch einer da sein wird oder nicht. Mal gucken. Ich sehe auf jeden Fall einen Wagen, aber ich sehe auch, dass da irgendwer abhaut. Okay, es hauen beide ab. Ist es etwa der Passatfahrer da? Ich würde sagen, wir machen eine kleine Verkehrskontrolle und verfolgen ihn mal. Let's go. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wir haben hier einen mit 4 Sternen. Ich weiß nicht, ob er das ist. Aber ich würde sagen, einmal bitte kurz stehen bleiben. Wir checken sein Kennzeichen. Es ist US. US. Okay, haben sehr, sehr viele als Kennzeichen. Nee. Dann nochmal US. Das könnte der sein. Der andere hat keine Sterne. Ich vermute, das wird der sein. Das heißt, wir werden ihn erstmal aufhalten. Passat versus Passat hier in Notruf Hamburg. Aber kleiner Unterschied. Ich habe ein bisschen mehr XP, als er wahrscheinlich denkt. Ja, ein Reifen haben wir zerstört. Beziehungsweise sogar 2. Sehr, sehr nice. Dann einmal weiter verfolgen. Nicht, dass er jetzt zur ADAC-Garage fährt und sein Auto repariert. Was? Wo ist er hin? Und vor allem, warum habe ich kein XP bekommen? Hä? Eigentlich kriegt man doch eine versuchte Festnahme. Das verstehe ich jetzt nicht. Das muss ich dann wohl akzeptieren. Dann halt nicht. Hier haben wir aber in der neuen Lobby sehr, sehr viele Kriminelle. Wow. Sogar hier mit 5 Sternen. Oh mein Gott. Okay. Dann würde ich sagen, einmal den Passat spawnen. Wir werden alle versuchen zu fangen. Dann einmal zum Juwelier. Ich denke mal, der Kriminelle wird wieder nichts checken. Ich tue mal wieder so, als wäre ich ein Zivilist und raube mit aus. Einmal. Ah ja, wir haben ja nichts mehr. Gut, dann muss ich leider dich tasern und verhaften. Tut mir leid. Gut, dann einmal ins Prison bitte. Und bitte nicht wieder schreiben 8K oder bitte mich nicht ins Prison bringen. Oh, da will einer anscheinend, dass sie nicht verhaftet wird. Es war doch so klar, Leute. Nee, Leute, also seitdem ich da fast gekillt worden wäre, mache ich das nicht noch einmal. Oder sollen wir es noch einmal machen? Dann komm, letztes Mal. Außer dein Kollege kommt. Okay, wir vertrauen ihn, Leute. Wir vertrauen ihn. 8K. Wir gucken auf unser Konto. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Einmal ins Prison. Sie ist im Prison. Jetzt auch noch du, oder was? Dann kommst du auch ins Prison, Leute. Alter, war das knapp. Meine Güte.
Ich habe mich so erschrocken. Alter, okay, beide sind in Prison. Alter, ich sag euch so, wie es ist. Geht niemals auf diese 8K ein. Das wird einfach nur schief gehen. Übrigens habe ich das Geld nicht mal erhalten. Also ihr seht, das wird nie was. Okay, Leute, ich habe wieder volle Leben. Perfekt. Dann ab zum nächsten Einsatz. Was haben die da in der Bank vor? Habt ihr das gesehen, Leute? Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Kriminelle verhaften, würde ich sagen. Let's go. Ich weiß aber nicht, ob die zu zweit sind. Wir tun erstmal so, als wären wir ein ganz normaler Zivilist, wie jedes Mal. Und beobachten mal, was machen die da? Okay, die sind zu zweit. Okay, wir holen schon mal Verstärkung. Dann würde ich sagen, einen tasern wir, den anderen, da gucken wir dann. Hi, ich möchte mit euch mit ausrauben. Nee, ich will dich eigentlich doch verhaften. Tut mir leid. Nein, schreibt der. Oh doch, warte, ich komme hier nicht durch. Nicht, dass der eine mich jetzt hier killt. Ich habe Angst, aber ich glaube, das wird er nicht machen. Einmal bitte hier in mein Auto. Bro, 8K, Leute. Ich kann das nicht mehr. Bitte lass die 8K weg. Ich möchte keine 8K. Wo ist denn dein Kollege? Den möchte ich nämlich. Ich glaube, er lässt seinen Kollegen einfach einen Stich, oder? Oder raubt er weiter aus? Wo ist er hin? Ich sehe niemanden mehr. Warte mal. Wo ist er abgehauen? Oh, da ist er. Hi. Na, jetzt habe ich verfehlt. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich muss unbedingt einen Energy Drink trinken. Und wo ist er hin? Versteckt er sich hier? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wir müssen ihn nochmal tasern. Oh mein Gott, was ist hier los? Nein, der hat einen Schläger. Okay. Wir müssen ihn mitnehmen, Leute. Auch wenn er einen Schläger hat. Und einmal bitte in meinen Wagen. Ich hau jetzt einfach ab, Leute. Ihr werdet jetzt beide einmal ins Prison gebracht, Leute. Auf gar keinen Fall 8K. Das könnt ihr vergessen. Wie oft ist das denn heute hier vorgekommen? Ich wäre reich. 8 plus 8 ist doch nicht mal 12, Leute. Also egal. Ich bringe euch jetzt einfach ins Prison. Da könnt ihr dann ein bisschen Mathe lernen. 12K. Nee. Nix. 12K. Ihr werdet ins Prison gebracht. Tschüss. Tut mir leid. So ist es leider. Nein. Auf gar keinen Fall. Verbrechen lohnt sich nicht. 285 XP nach 10 Minuten. Die Lobby ist echt sehr, sehr krass. Also ich sag euch, als Anfängerskin bisschen trollen lohnt sich sehr. Jemand ist dort hinten auf dem Boden. Okay, wir gehen der Sache mal auf den Grund. Was geht dort hinten ab? So, wir gucken mal. Das ist hier in der Nähe vom Hofladen. Wer läuft denn da? Ist das ein Krimineller? Oder was machen die da? Ich glaube, die haben den Polizisten da irgendwo gekillt. Kann das sein? Aber hier sind platte Reifen und ein Passat. Gucken wir mal. TW, ja, Krimineller. Was hat er so gemacht? Oh, okay. Interessant, interessant, Leute. Wer ist das denn? Hi. Warte mal. Bist du nicht? Das ist doch der Kriminelle. Hi, ich bin dein Kollege. Ich bin auch ein Crime. Ich möchte dich einmal bitte verhaften. Auf gar keinen Fall bietest du mir bitte jetzt 8K an. Die möchte ich nämlich nicht haben. Aber ich glaube, das ist der erste Kriminelle, weil bisher hat er nichts geschrieben. Der ist einfach akzeptiert, dass man verhaftet wird. So wie ich es auch mache. Das ist nämlich am vernünftigsten, Leute. Also wenn ihr verhaftet werdet, akzeptiert es einfach. Beleidigt nicht, sonst werdet ihr noch gesperrt oder ähnliches. Ich würde sagen, wir bringen den jetzt noch ins Prison und dann hatten wir wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Schicht. Einmal bitte festnehmen und ins Prison. Ciao, ciao. Nochmal eine fertige Festnahme, Leute. 335 XP innerhalb von 15 Minuten. Das ist echt krass. Warte mal, Juve wird ausgeraubt. Sollen wir beim Juve vorbeigucken, was da noch abgeht zum Abschluss? Und noch Containerschiff. Also eine sehr kriminelle Lobby. Hier brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung. Oh, was ist das denn? Okay, schon wieder einer, der hier den Juve ausraubt. Wir tun mal so, als wären wir ein Zivilist. Wir rauben mit aus. Hi. Ah nee, hat nicht gezählt. Mist. Einmal bitte stehen bleiben. Bitte stehen bleiben. Stopp. Ja, es hat gezählt. Perfekt. Und dich nehme ich jetzt auch nochmal mit. Ciao, ciao. Und du auch bitte nicht schreiben 8K oder ähnliches. Die möchte ich nämlich nicht. No. Ja, no, das ist okay. Das kann man schreiben. Aber nicht beleidigen und auch nicht 8K anbieten. Was? Pilz? Was will er mit dem Pilz? Nee, please. Oh, was heißt das jetzt? Ich frage ihn mal. Ich weiß nicht, was er von mir möchte. 8K, das gibt's doch nicht. Ein letztes Mal möchte ich, dass wir das machen. Ich will nämlich einmal einen normalen Bestechungsversuch. Hä? Haut er jetzt ernsthaft ab? Also das war jetzt wirklich billig. Come on, also bitte. Wir rennen jetzt hier im Kreis. Och, Leute. Ey, nicht, dass er das noch schafft. Das wäre ja wirklich bodenlos. Hallo? Okay, er hat keine Energie mehr. Nein, warum ziele ich so schlecht? So, jetzt nehme ich ihn mit. Also ganz ehrlich, Leute. Das ist ja echt bodenlos. Warum payt ihr mir nicht die 8K einfach? K
K.O.? Nee, ich bin nicht K.O. Du bist K.O., denn du bist jetzt hier in Prison. Okay, no, nee, nee, tschüss. Also mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte jetzt erstmal meine 400 XP bekommen. Aber ich sage euch, Leute, das ist ein echt OP'er Trick hier mit dem Passat und noch als Anfänger-Skin. Die Leute checken es wirklich nicht, sonst hätte ich ja nicht so viel XP bekommen. Haben wir jemals so viel XP in den Aufnahmen bekommen? Ich weiß es nicht. Ich meine, innerhalb von 16 Minuten, das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber eine Schicht muss auch mal zu Ende sein. Wir beenden jetzt mal die Schicht. Ja, 9000, perfekt, perfekt, in 15 Minuten. Das ist doch ein sehr, sehr gutes Ergebnis, Leute. Dann würde ich sagen, das war eine wirklich sehr, sehr gute Schicht. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wenn ihr nochmal möchtet, dass ich mit dem Anfänger-Skin Kriminelle trolle. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.